Stimmung in Deutschland ist aufgeheizt. Die Themen Migration und innere Sicherheit beschäftigen seit dem Terroranschlag in Solingen viele Menschen. Und das kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Hat der Anschlag das Potenzial, die Wahlen entscheidend zu beeinflussen? Zu dieser Frage spreche ich gleich mit dem Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Dr. Marcel Lewandowski. Willkommen bei Nano. Ja, letzte Umfragen sehen die AfD in Thüringen als stärkste und in Sachsen als zweitstärkste Partei. Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis dieser Wahlen auch auf Bundesebene ausstrahlen wird. Einige sprechen gar von Schicksalswahlen für Deutschland. Seit dem Terroranschlag von Solingen wird lautstark über die Zukunft von Migration und auch innerer Sicherheit diskutiert. Beides Themenfelder, in denen die AfD mit teils extremen Positionen in den Wahlkampf gegangen ist. Dass sie damit erfolgreich ist, zeigte sich schon bei den Europa- und Kommunalwahlen im Juni. Die AfD hatte bundesweit Stimmen hinzugewonnen. Sonntag, 9. Juni 2024, 18 Uhr. Die Wahllokale schließen und die Auszählung der Stimmen der Europa- und Kommunalwahlen beginnt. In den nächsten Stunden wird sich ein Ergebnis immer mehr verfestigen. Die AfD gewinnt flächendeckend Stimmen dazu und das deutschlandweit. Und noch etwas wird deutlich an diesem Abend. Der Unterschied zwischen Ost und West ist nicht zu übersehen. Im Westen siegt fast flächendeckend die CDU, im Osten genauso flächendeckend die AfD. Etwa ein Drittel wählt hier eine in Teilen rechtsextremistische Partei. Und es stellt sich die große Frage nach dem Warum. Auf der Suche nach Antworten sind wir unterwegs in Sachsen, in Görlitz und Pirna und sammeln Stimmen. Nicht alle wollen hier mit uns reden und bei vielen anderen finden wir Frust, Wut und das Bemühen, das Wahlergebnis zu erklären. Also es bedrückt mich sehr, dass so viele Leute die AfD gewählt haben, mich persönlich. Ich glaube, dass das schnell immer so abgetan wird, die Leute wählen aus Protest und die machen das deswegen und deswegen. Aber ich denke, mittlerweile hatte jeder genug Chancen, sich zu informieren, ja, sodass ich mir schon große Sorgen mache. Um die Einstellung vieler Menschen. Naja, was Migration angeht, da gibt es ja keine andere große Partei, die wirklich die Position hält, die AfD hält. Ganz egal, ob es da vielleicht manchmal übers Ziel hinausgeschossen wird oder sowas in der Art. Aber wenn man der Meinung ist, dass das, wie es seit 2015 grob läuft, wer da eine andere Meinung hat, der hat ja eigentlich fast nur AfD als Wahl. Und wenn man sich sonst nicht repräsentiert fühlt, dann wird man da auch seine Stimme abgeben. Viele, also bin ich der Meinung, fragen sich vielleicht auch, warum kriegen denn ausländische Mitbürger von uns mehr Geld als das eigene Volk selber, die vielleicht selber gerade genug Hilfe brauchen. Und die kriegen halt einfach keine Unterstützung. Und dadurch sind sie vielleicht auch der Meinung, die AfD könnte vielleicht irgendwas bewirken, wo sie sagen, ja, hier, vielleicht kriegen sie es dahin, dass das Volk mehr Hilfe oder Unterstützung kriegt. Und dass halt auch alle was davon haben und nicht nur halt uns, die Flüchtlinge oder so. Doch die Wurzeln des Frustes und des Wahlverhaltens liegen lange zurück, womöglich sehr lange. Frank Richter war Bürgerrechtler in der DDR und kämpft heute um ein SPD-Landtagsmandat in Sachsen. Seit Jahrzehnten beobachtet er, was Mauerfall, Wende und Wiedervereinigung hier mit manchen Menschen gemacht haben. Die sozioökonomischen Faktoren müssen wir dazu zählen. Also diese Enttäuschungserfahrungen nach 1990, die ja oft gar nicht vermeidbar waren, die harten Fakten, Einkommen, Vermögen, was wird vererbt, wo sind die jungen Leute, Vereinsamungs- und Verödungstendenzen an den geografischen Peripherien, das alles hat sich quasi so zusammengeballt in ein großes Opfernarrativ, von dem die Rechten leben. Sie sind die Rächer der Opfer. Das tut gut. Bernd Wolf aus Görlitz kam durch die deutsche Einheit richtig unter die Räder. In der DDR kämpfte er im Judo-Nationalmannschaftskader. Bis heute hält ihn der Sport an der Leistungsgrenze am Leben. Doch Bernd Wolf lebt am Existenzminimum. Die Startgelder für Wettkämpfe kann der Rentner nicht aufbringen. Den Glauben an die Politik hat er verloren. Haben Sie Vertrauen, dass die Partei, von der jetzt alle reden, dass sie das Ruder rumreißen kann? Ob man jetzt Vertrauen hat oder nie, man hat versucht, aber man hat eine Hoffnung, dass sich dort mal was ändert. Bei der Partei hat sich ja nicht geändert. Die denken nur an Geld, haben 20.000 Euro, kriegen 3.000 Inflation. Der Kleine kriegt gar nichts. Die denken nur an Geld. Die denken nur an ihr Geld.
So eine Partei ist dann nicht für die Menschen, nicht für die Bevölkerung, geschweige für die armen Leute. Darf ich die, noch eine Frage? Die, dass sie bloß Flaschen sammeln gehen, die wissen nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Ja. Die Preise sind gestiegen bis zum geht nicht mehr. Ich habe zum Monatsende hab ich 200 Euro zum Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Im Gegensatz zu einem Flüchtling, der reichlich mehr hat. Die AfD, da geht es ja darum, die sind ja, sie sind ja schon sehr weit rechts stehen. Sagen Sie ja auch selber. Das stört Sie nicht. Nee, rechts sind die nie. Wo sind die rechts? Ich kenne so viele, die in der AfD sind. Durch meine Arbeit, ich war selbstständig. Ich weiß nicht ein bisschen, was rechts ist. Es kann nie rechts sein, wenn man sich um die eigenen Leute mal kümmert. Es kann nie rechts sein. Und selbst wenn, so hören wir hier öfter, müsste das doch auch zum Meinungsspektrum dazugehören. Wir sagen ja immer, wir haben eine Demokratie. Eine Demokratie ist doch aber, wenn es links und rechts gibt und eben auch die Mitte ergibt sich ja. Wenn wir nur noch Linke haben oder sonst dann was, ja, dann haben wir ja keine Demokratie. Dann haben wir ja das, was wir in der DDR hatten, eine Partei. So, und wo waren, da sagt man ja immer, es war keine Demokratie. Eine Diktatur. Aber ich würde sagen, das ist jetzt eine Diktatur. Weil die gar nicht mehr das machen, was eigentlich das Volk will. Ratsch Kollmorgen ist Soziologe. Er lebt und arbeitet hier in Ostsachsen. Er sieht in der AfD kein Ostphänomen. In Gegenden mit ähnlichen Strukturen im Westen käme sie auch auf ähnliche Stimmenanteile. Dennoch, die Hürde, rechts zu wählen, sei im Osten tatsächlich niedriger. Richtig ist allerdings die Beobachtung, die Wahrnehmung, dass wir es im Osten mit einer deutlich anderen politischen Kultur zu tun haben, die das Rechte anders kodiert, ja, die es anders wahrnehmbar hält und auch eben wählbar, als das in vielen Milieus im Westen der Fall ist. Das stimmt. Und das gilt auch für die Forderung, gewählte Protestparteien nun auch in Verantwortung einzubinden. Das zumindest hören wir in Görlitz oft. Ich betrachte die Wahl als reine Protestwahl. Und die Regierenden sollten sich überlegen, ob sie gegen ein Drittel der Bevölkerung regieren oder mit einer Mehrheit ein Drittel der Bevölkerung übervorteilen. Sie meinen die Brandmauer-Diskussion, nehme ich mal. Genau so ist es. Nur so können wir, müssen AfD und sag ich mal BSW integrieren, die müssen liefern. Die sind gewählt. Also müssen sie liefern, die können wir nicht außen vorstellen. Ich verstehe gut die Überlegung zu sagen, nein, wir möchten keine Koalition eingehen, wir wollen uns von ihnen auch nicht tolerieren lassen. Und das muss eine Partei für sich entscheiden, Punkt. Aber dass das für viele Ostdeutsche ein weiterer Grund ist, sich darüber zu beschweren, dass ihre Interessen nicht angemessen gespiegelt, wahrgenommen und vertreten werden, das ist auch richtig. Und insofern kann es auch sein, dass es Wasser auf die Mühlen der AfD bedeutet. Und das muss man sich bei einer solchen Diskussion, glaube ich, auch bewusst machen. Ja, und die Frage ist, ob die aktuelle Diskussion über Migration und innere Sicherheit weiteres Wasser auf die Mühlen der AfD ist. Und das bespreche ich jetzt mit Dr. Marcel Lewandowski. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Politikwissenschaftler. Sie beschäftigen sich mit politischer Teilhabe, auch mit dem Phänomen des Populismus. Jetzt sind wir im Moment im Wahlkampf, muss man auch klar sagen. Da gehören markige Worte und auch Zuspitzungen dazu. Aber seit dem Terroranschlag in Solingen ist das sehr hochgekocht. Wie schätzen Sie das ein? Kann dieses Ereignis die Wahlen nachhaltig beeinflussen? Generell ist es nicht so, dass solche Ereignisse jetzt unbedingt dafür sorgen, dass Menschen, die vorher komplett unentschlossen waren, in Scharen zu einer rechtspopulistischen oder sogar rechtsextremen Partei überlaufen. Es geht eher darum, dass Menschen, die Angst empfinden nach einem solchen Ereignis, sogar noch eher darin bestätigt werden, vielleicht eine andere Partei zu wählen, eine Partei vielleicht der Regierung angehört. Das nennt man Rally Around the Flag-Effekt, also sich um die Fahne sammeln, würde man auf Deutsch sagen. Aber diejenigen, die wütend sind, die Abneigung empfinden, die vielleicht auch sagen, es ist aufgrund der Asylpolitik so, dass dieses Ereignis überhaupt zustande gekommen ist und die auch vorher so gedacht haben.
Die werden dann noch einmal bestätigt und finden vielleicht noch einen weiteren Grund, zur Wahl zu gehen. Die hätten aber ohnehin wahrscheinlich eher die Rechtspopulisten gewählt. Also vor allem eine Emotionalisierung. Wie sieht es aus mit Wechselwählerinnen und Wählern? Die können das Zünglein an der Waage sein. Lassen die sich beeinflussen von solchen öffentlichen Diskussionen? Ja, bei den rechtspopulistischen Parteien ist es nicht unbedingt so, dass die Leute anziehen würden, die gar nicht für ihre Inhalte offen sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Parteien inzwischen sehr, sehr radikalisiert sind. Also auch die AfD hat einen Häutungsprozess durchgemacht und hat ein ganz klares Programm. Und man muss schon politisch sehr offen sein für diese Positionen und muss vielleicht auch schon eine Neigung zu dieser Partei gehabt haben, um dann durch ein solches Ereignis nochmal zur AfD getrieben zu werden. Insofern würde ich da gar nicht so viel Wechselwählerpotenzial sehen. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht daran in einem großen Stil. Okay. Dennoch ist es ja eine aufgeheizte Diskussion. Wie bewerten Sie das? Es sind ja sehr markige Begriffe im Umlauf. Ja. Es geht um nationale Notlage. Der Kanzler sagt, er ist sehr zornig. Bringt diese Rhetorik auch etwas, um dem Populismus so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen? Ich würde sagen, eher das Gegenteil ist der Fall. Also wir wissen aus der Forschung, dass dann, wenn andere Parteien, vor allem konservative Parteien, versuchen, den Rechtspopulisten rhetorisch und inhaltlich so auf halbem Weg entgegenzukommen, dass dann eher die Rechtspopulisten gewinnen, weil deren Sprache im, so sagt man, Diskurs etabliert wird. Also auch vorher bereits, wenn beispielsweise Friedrich Merz von kleinen Paschas sprach, dann ist das eine Sprache, die schon den Rechtspopulisten sehr ähnlich sind. Und das sind eigentlich Tabubrüche. Also das ist eine andere Art, über Migration zu sprechen, als das im großen Stil noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Und davon profitieren am Ende die Rechtspopulisten. Auf der anderen Seite muss man natürlich nachvollziehen, die Parteien müssen irgendwie auf diese Ereignisse reagieren. Und sie versuchen irgendwie, die Strategien, die sie haben, anzupassen oder noch einmal zu prononcieren. Und Friedrich Merz beispielsweise hatte diese sehr migrationsskeptische Strategie, mit der er versucht, Wähler und Wähler von der AfD wiederzuholen. Und die betont er jetzt. Aber ich glaube, nach Lage der Dinge, egal wie man sonst selber zur Migrationspolitik steht, als Strategie gegen die Rechtspopulisten ist es nicht sehr erfolgreich. Mhm. Nun ist ja klar, wenn so ein Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, kommt kein Politiker drumherum, sich dazu auch zu äußern. Ist es dann eine Instrumentalisierung eines Themas oder ist es ein Fokussieren auf etwas, wo man sagt, das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir jetzt mal über etwas sprechen, was vorher nicht passiert ist und was nicht stattgefunden hat? Ich würde den Begriff der Instrumentalisierung gar nicht leichtfertig verwenden wollen, denn es gibt ein Ereignis, dieses Ereignis ist passiert die Parteien müssen ja darüber sprechen. Man kann es ja nicht ignorieren, das wäre ja auch falsch, das wäre ja keine Repräsentation. Insofern ist es schon richtig, aber die Frage ist natürlich, wie macht man das? Und ich glaube, was passiert in diesen Strategien ist, dass sich die Parteien jetzt noch mal besonders stark von der AfD getrieben fühlen. Also sie sagen, wir müssen jetzt besonders markig auftreten, um die Leute davon abzuhalten, in Scharen zur AfD zu laufen. Das dürfte aber dann am Ende kontraproduktiv sein. Also es ist nicht das Ereignis, es ist nicht einmal die Asylpolitik als solches, die dann nur dazu beiträgt, dass Menschen die AfD wählen, sondern es ist eben auch, wie alle anderen Parteien oder die meisten anderen Parteien über Migration, über Asyl sprechen, denn das bereitet einen Diskurs, bei dem am Ende die Rechtspopulisten profitieren können. Mhm. Was wäre denn in einer guten funktionierenden Demokratie ein guter Umgang mit solchen extremen Ereignissen wie so einem Terroranschlag, um nicht noch mehr Öl ins Feuer von Populisten zu gießen? Also, dass sich die Parteien dazu verhalten müssen, ist wie gesagt klar. Aber ich glaube, sie sollten sich weniger auf dieses Kulturpolitische treiben lassen, sondern danach fragen, was ist eigentlich genau schiefgelaufen und was kann Politik tatsächlich konkret tun? Wie kann sie Verwaltungshandeln so verändern, dass Abschiebungen auch funktionieren? Denn das war ja in diesem konkreten Fall das Problem. Es geht also hier um praktische Fragen, aber die Rechtspopulisten machen eine grundsätzliche daraus, die Parteien vor sich hertreibt. Und aus diesem Spin müssen sie herauskommen. Ja, es ist viel Emotion in der Diskussion, aber es lohnt sich dann an der Sache dran zu bleiben und darüber zu diskutieren. Vielen Dank, Dr. Marcel Lewandowski, Lehrbeauftragter an der Uni Mainz und Politikwissenschaftler. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Anderes Thema. Ja, wie können wir uns vor extremen Wetterereignissen schützen, die der Klimawandel mit sich bringt? Diese Frage betrifft natürlich uns alle, manche aber dann doch mehr. Nämlich die, die in Gebieten wohnen, in denen gefährliche Folgen wahrscheinlicher sind. Brienz im Berner Oberland in der Schweiz ist so ein Ort. Vor kurzem brachte ein Gewitter dort gewaltige Zerstörungen mit sich.
Und das, obwohl Brienz bereits Erfahrungen mit Unwettern und auch Schutzmaßnahmen hat. Muss der Hochwasserschutz in solchen Risikogebieten ganz neu gedacht werden? Brienz gezeichnet. Von nur einem Unwetter. Wasser und Geröll richten einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe an. Und das, obwohl man hier über 40 Millionen in Schutzbauten investiert hat. Der Geschiebesammler. Bei so viel Masse, aber machtlos. Trotzdem ist der Gemeinderatspräsident damit zufrieden. Der Geschiebesammler hat seine Aufgabe erfüllt. Ich weiß, dass das für die Betroffenen jetzt natürlich ein bisschen hart klingt. In der Gefahrenkarte war das Gebiet aber immer mit einem Restrisiko gekennzeichnet. Der Geschiebesammler ist auf ein 100-jähriges Ereignis ausgelegt. Der Geschiebesammler ist auf ein 100-jähriges Ereignis ausgelegt. Brienz gilt als besonders exponiert. Immer wieder kommt es hier zu Überschwemmungen und Murgängen. Zuletzt trat 2005 der Glisibach über die Ufer und forderte zwei Todesopfer. Es folgten millionenschwere Investitionen in Schutzbauten, insbesondere am Glisibach im Osten des Ortes. Nun trat aber der Mühlebach im Westen über die Ufer, wo weniger gemacht wurde. Wieso schützt man die nahen Bäche nicht gleichermaßen? Weil jeder Bach anders sei, sagt Wasserbauexperte Davut Farshi. Jeder Bach hat sein eigenes Abflussregime, seine eigenen Oberflächeneigenschaften, auch Einzugsgebiete, wo das Wasser sich sammelt in diesem Gebiet, unterschiedlich sind. Deshalb sind auch Maßnahmen sind unterschiedlich. Deshalb bei einem Bach wird eine große Maßnahme geplant, bei anderem Bach eine kleine. Werden exponierte Orte genügend vor Naturgefahren geschützt? Diese Frage stellt sich auch andernorts. Die Glarner Gemeinde Schwanden wurde vergangenes Jahr von 3 Erdrutschen getroffen. Kritik über den Schutz der Häuser wurde laut. Im Wallis verwüstete Ende Juni ein Murgang die Gemeinde Saasgrund. Hier will man den viel zu kleinen Schiebesammler schon seit 2017 vergrößern. Bis heute ist das noch nicht passiert. Das geht alles zu lange. Unsere ganzen Prozesse, also bis man zum Realisieren kommt, gehen alle viel zu lang. Und es dauert immer eher länger und nicht weniger lang. Der geplante größere Schiebesammler hätte dem Murgang aber auch nicht standgehalten. Nun steht ein noch größerer im Raum. Wie stark ein Ort gefährdet ist, kann sich im Laufe der Zeit verändern. Andreas Zischk von der Universität Bern hat genau das für die letzten 10 Jahre untersucht. Die Gefahr ändert sich, wenn Schutzbauten umgesetzt sind. Dann wird die Gefahrenkarte reduziert und das sehen wir dann in den Daten. Aber zusätzlich ändert sich noch, das ist wie ein Wettlauf gegeneinander, ändert sich auch die Anzahl der Gebäude. Es wird immer wieder neu gebaut, auch in Gefahrenzonen. Und damit steigt die Exposition. Überall zeigt sich aber, Schutzbauten zeigen klare Wirkung. Dennoch haben sie beim Unwetter in Brienz nicht ausgereicht. Muss man Schutzbauten für dermaßen exponierte Orte also neu denken? Für den jetzigen Moment sieht man schon, in dem Sommer hat es viele Schutzbauten überlastet. Das Schutzziel ist für das heutige Klimaausgleich. Wenn das Klima sich ändert, wird auch irgendwann das Schutzziel ändern müssen. Das muss gesellschaftlich noch diskutiert werden. Das heißt, der Ausbaustandard von den Schutzbauten wird vielleicht höher werden müssen. Heute steht in Brienz noch das Aufräumen im Vordergrund. Doch bald dürfte hier und auch andernorts die Frage aufkommen, wie viel Schutz muss und kann man sich leisten? Eine Frage, die natürlich auch die Menschen an der Ahr beschäftigt. 3 Jahre ist die Flutkatastrophe dort her. Und wir wollen jetzt einen Blick auf das Ökosystem vor Ort werfen, das immer noch dabei ist, sich zu erholen. Auch die Wiederaufbaumaßnahmen haben einen großen Einfluss darauf, wie gut das funktioniert. Ein Forschungsteam aus Koblenz und Trier begleitet diesen Prozess wissenschaftlich und will mit den Daten generelle Lehren für den Naturschutz in Flutgebieten ziehen. So sah die Ahr einmal aus. Eine abwechslungsreiche Naturlandschaft, Heimat für viele Pflanzen und Tierarten. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat auch das Ökosystem stark beschädigt. Dieses Team aus 4 jungen Wissenschaftlerinnen kommt regelmäßig hierher.
Sie sind Teil eines Forschungsprojekts der Hochschulen Trier und Koblenz sowie der Universität Koblenz. Ihr Ziel ist es, das Leben im Flussbett der Ahr zu untersuchen. Die dort lebenden Gewässerorganismen sind ein Zeichen dafür, wie gut sich das Ökosystem von der Flut und ihren Folgen erholt. Die Probenahmen hier, das nennt man Kick-Sampling. Und zwar ist es so, dass man den Kescher, den wir haben, relativ stabil in den Boden reinstellt. Und mit dem Fuß stampft man dann richtig fest eine gewisse Zeit den Gewässerboden auf. Und dann werden alle Tiere, weil die leben eben vor allem auf den Steinen, in den Steinen oder unten drunter, hochgeschwemmt. Und da machen wir uns so ein bisschen die Strömung vom Gewässer dann zunutze, weil durch das Wasser werden die dann einfach in den Kescher reingespült. So fängt das Team kleine wirbellose Tiere wie Würmer, Schnecken und Insektenlarven. Vor der Flut war die Ahr bekannt für ihre reiche Artenvielfalt. Direkt nach der Flut ist das natürlich komplett eingebrochen, also viele Arten sind verschwunden. Es ist noch immer nicht so wie vorher, also das können wir noch nicht beobachten. Aber dafür ist ja auch eben das Projekt da, um eben diesen Verlauf mitzuverfolgen, wie sich das noch entwickeln wird. Um zu untersuchen, welche Lebensräume sich wie gut erholen, nimmt das Team Proben an unterschiedlichen Stellen im Fluss. Außerdem überprüfen sie die Wasserqualität. Denn diese hängt eng mit dem Wohlergehen der Tierchen zusammen. Dazu gehören auch Nährstoffe, die das Wachstum von Algen fördern. Sie stammen aus den Abwassersystemen, die von der Flut stark beschädigt wurden. Dadurch ist halt ungeklärtes Abwasser in die Ahr eingeleitet worden und dadurch halt auch sehr viele Nährstoffe, die halt in diesen Abwassern vorhanden sind. Und die wollen wir jetzt näher untersuchen, quasi auch wie der Verlauf ist, jetzt über die nächsten Jahre. Dafür geht es ins Labor der Uni Koblenz. Hier wertet das Team aus, wie viele Nährstoffe sich im Wasser befinden, wie Phosphat, Ammonium und Nitrat. Färbt sich das Wasser stark blau, ist das ein Hinweis auf zu viele Nährstoffe. Das Projekt ist zunächst auf 6 Jahre angelegt und soll die Wiederaufbaumaßnahmen wissenschaftlich begleiten. Noch steht das Team ganz am Anfang. Alle 2 Wochen fahren sie an die Ahr und überprüfen die Wasserqualität. Veränderungen im Zuge der Wiederaufbaumaßnahmen können so schnell erfasst werden. Zum Beispiel, wenn Erdarbeiten stattfinden, um eine neue Brücke zu bauen, dann kann es halt ganz schnell auch zur Trübung führen. Oder es können Nährstoffe oder Schadstoffe wieder frei werden, die vorher bei der Flut sich vielleicht dort angelagert haben an den Stellen und dann sich die Erdarbeiten wieder mobilisiert werden. Ein hoher Nährstoffgehalt kann für die Gewässerorganismen schnell schädlich werden. Denn wenn viele Algen wachsen und von Bakterien zersetzt werden, sinkt der Sauerstoffgehalt. Das Gewässer kippt, mit entsprechenden Folgen für die Tierwelt. Im Labor am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier wird deshalb ausgewertet, wie viele der wirbellosen Kleinstlebewesen sich in den Proben befinden. Unter dem Mikroskop sortiert das Team die Tierchen in verschiedene Gruppen und bestimmt ihre Art. Wie hier, die Larve einer Eintagsfliege. Ja, muss dann sich eine Eintagsfliegenlarve sein, hier mit den 3. Die einzelnen Arten sind natürlich sehr an ihre Lebensumwelt angepasst. Und das heißt, wenn wir bestimmte Arten vorfinden, sind die Indikatoren für eine besonders gute Gewässerqualität, weil sie zum Beispiel nur mit sauerstoffreichem Wasser zurechtkommen. Erste Ergebnisse zeigen, einige Arten haben bereits ihren Weg zurück in die Ahr gefunden. In Zukunft sollen auch Empfehlungen gemacht werden, wie Wiederaufbau und Naturschutz bestmöglich vereint werden können. Auch im Hinblick auf andere Extremwetterereignisse. Die Idee bei dem Projekt ist durch uns auch, dass wir die Baumaßnahmen, die vorgenommen werden, von einer biologisch-ökologischen Perspektive beleuchten. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel sehr trocken wird in Zukunft, ist es auch wichtig, dass eine Restrinne zurückbleibt, in der immer Wasser fließt, in der Arten, die auf Wasser angewiesen sind, überleben können. Auch der Naturschutz an anderen Flüssen als der Ahr könnte von diesen Erkenntnissen profitieren. Kurzer Test, ob Sie mit dem Protagonisten unseres nächsten Films mithalten können. Wie lange schaffen Sie es, die Luft anzuhalten?
Tja, leider können wir den Vergleich nicht bis zum Ende der Sendung durchführen, denn 6 Stunden zwischen den Atemzügen, das sprengt dann doch unsere Sendezeit. Es gibt aber einen Meeressuperhelden an den Stränden der französischen Küste des Finistère, der es hinkriegt, so lange nicht zu atmen. Und damit ist er sehr spannend für die Medizin. Der Meeresbiologe Franck Sall erforscht ihn seit mehr als 20 Jahren. Der Meeressuperheld ist bekannt als Wattwurm. Diese kleinen roten Beulen sind äußere Kiemen. Er hat ein einfaches Kreislaufsystem mit einem Herz, das dem Blutkreislauf eines Wirbeltieres ähnelt. Wenn er nicht mehr im Wasser ist, hört der Wurm sofort auf zu atmen. Wie überlebt er dabei? Er hat kleine Sauerstoffflaschen in seinem Atmungssystem und verbraucht den Luftvorrat, den er im Wasser aufgefüllt hat. So kommt er 6 Stunden ohne Atmung aus. Mit seinen Kiemen fängt er den im Meerwasser gelösten Sauerstoff auf. In etwa 450 Millionen Jahren Evolution hat sich der Wattwurm perfekt spezialisiert. Sein Hämoglobin ist nicht an rote Blutkörperchen gebunden. Es speichert 40 Mal mehr Sauerstoff als das menschliche und verträgt sich mit allen Blutgruppen. Als Ärzte davon Wind bekamen, sagten sie zu mir, das gibt's doch nicht. Wir haben 40 Jahre nach einem universellen Blutersatz gesucht und haben ihn am Strand gefunden. Das Wurmhämoglobin ähnelt dem des Menschen und wird so zur großen Hoffnung für medizinische Anwendungen. In dieser Flasche ist Hämoglobin als Pulver, etwa so viel wie ein Beutel Blut enthält. Wir können es mit hochreinem Wasser wiedergewinnen und bei Raumtemperatur aufbewahren. Es hält bis zu 5 Jahre. Ein Beutel ist derzeit 42 Tage haltbar und muss kalt lagern. Wir können so Vorräte anlegen, die in der Menge heute von Blutspendern gar nicht zu bekommen sind. Blutkonserven werden immer knapper. Das Superhämoglobin könnte in Zukunft dazu beitragen, diesen Mangel zu überwinden. Wir brauchen 100 Millionen Liter Blut, um den Bedarf der Weltbevölkerung zu decken. Das könnte die Medizin revolutionieren. Viele 100 Organe wurden bereits im Hämoglobin des Wattwurms konserviert und dann bei einer OP transplantiert. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Man muss extrem schnell sein. Herzen haben etwa ein Zeitfenster von 4 Stunden, Lungen 6, eine Niere 12 Stunden. Wir brauchen nur eine kleine Flasche Sauerstoff, sodass genug Zeit bleibt, das Organ wieder einzupflanzen. Das sauerstoffreiche Wurmblut verlängert die Haltbarkeit. Bei der schieren Anzahl von Meereswürmern am Strand reicht die Menge vermutlich aus, um die ganze Welt ein Jahr lang mit Blutersatz zu versorgen. Bis vor kurzem wurde nur ein Bruchteil der entnommenen Organe erfolgreich transplantiert, weil sie oft nicht schnell genug zur passenden Person gelangten. In Zukunft könnten wir die Menge dank des Wattwurms vervielfachen. Mehr zu diesem faszinierenden Tier und anderen Kräften der Natur, die auch uns Menschen voranbringen können, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr in unserer großen Doku Inspired by Nature – geniale Technologien hier in Dreisat. Genial wäre natürlich auch, wenn wir uns hier morgen wieder treffen. Sagen wir 18.30 Uhr. Passt. Super. Bis dann. Tschüss.